Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Legion. Mit unserer guten Dämonenjägerin. Und ich muss mal kurz den Blinktron abgrasen. Der stand hier gerade einfach so rum. Na toll. Wow. Oh, cool. Naja, gut. Und zwar ist seit Dienstag, also ihr seht die ja jetzt wahrscheinlich ist Samstag die Folge hier. Ich nehme sie gerade auf Mittwoch auf. Seit Dienstag kann man die nächste Prequest machen von Legion. Und zwar braucht ihr euch einfach nur einloggen und plötzlich steht dann der lustige Geselle hier hinter euch. Dieses Katkas verbesserter Diener. So, dann quatschen wir nochmal mit denen. Der, ich werde mal direkt annehmen, danach quatscht Katka mit uns und dann können wir ganz in Ruhe zuhören. Grüße, Champion. Ich hörte von euren Anstrengungen, die Invasionstruppen der Legion zurückzudrängen. Obwohl ich solch wichtige Arbeit nur äußerst ungern unterbreche, muss ich euch in einer diplomatischen Angelegenheit um Hilfe bitten. Ich fürchte, ich bin dabei, einen alten Freund zu verärgern. Oh, Galaran wurde verlegt, um die östlichen Königreiche zu verteidigen. Ihr findet die Stadt über Karasan im Gebirgspass der Totenbinde. Ich erwarte euch hier. Ja, und zwar dürfen wir jetzt in das Dalaran, was wir ja schon in einer Folge besucht haben. Und da soll es hier, gibt es hier in Sturmwind. Also ich bin, als ich das erste Mal die Prequest gemacht habe, direkt selber hingeflogen. Was natürlich voll für den Arsch war. Weil ich muss auch mal lesen, hier steht der Portal in der Burg Sturmwind benutzt. Und da ist es. Damit kommen wir in das neue Dalaran 2.0. Sage ich mal dazu. Oder eigentlich schon 3.0 einmal. Naja, gut. Gut. So. Und wir sind im neuen Dalaran. Wunderschön. Übrigens hat mich die gute Scampi drauf aufmerksam gemacht. Das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Dass jetzt hier, Moment, eine Statue von Ronan steht. Den guten, der sein Leben gelassen hat in Terramor. So. Wir sollen uns mit Katka treffen. Der Gute steht hier bei der violetten Zitadelle. Außen. Ich weiß auch nicht, warum der sich so bescheuert positioniert hat. Aber naja, gut, er wird schon wissen, was er tut. Ergebenste Grüße, Champion. Und ich werde mal schauen, dass ich das alles vorlese, was der jetzt quatscht. Weil es leider nicht vertont ist. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Die Angriffe der Legion werden nur noch schlimmer werden. Wir müssen alles tun, damit wir noch stärker werden. Gib mir meine Artefaktwaffe. Ich schlage vor, dass wir die Horde wieder zu den Kirin Tor zurückholen. Es mag sein, dass euch diese Vorstellung nicht behagt. Einige meiner Kollegen wird es sicherlich zuwider sein. Bitte vertraut meinem Urteil. Eine Welt, die gegen sich selbst ankämpft, kann der Legion nicht lange die Stirn bieten. So, ihr seht, hier ist eine ganze Menge los. Der Rat ist versammelt. Lassen wir ihn nicht warten. Okay, dann sollen wir mal Katka quatschen lassen vor dem Rat. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Und los. Ohne euch wird Azeroth fallen. Ich danke euch allen, dass ihr so kurzfristig zusammenfinden konntet. Katka, wir haben keine Zeit, die wir in Sitzungen verschwenden können. Die Legion rückt vor und die Horde rüstet sich für den Kampf. Dann komme ich direkt zur Sache. Damit die Kirin Tor mit voller Stärke kämpfen können, müssen die Magier der Horde sich uns anschließen. Niemals. Habt ihr mich verstanden, Katka? Jaina? Jaina, wir kennen die Qualen, die ihr erdulden musstet. Aber hier geht es um... Sie haben Terramor ausgelöscht. Sie haben uns an den verhärteten Küste den Tod überlassen. Wieder und wieder haben sie sich als Monster erwiesen, als Feiglinge. Ich habe meine Position deutlich gemacht. Ich bitte respektvoll um Abstimmung. Also gut, aber bedenkt eure Wahl sorgfältig. Falls ihr dieses Gesinde wieder in diese Stadt lasst, werde ich nicht mehr unter euch weilen, wenn ihr sie willkommen heißt. In der Angelegenheit, der Horde wieder Zugang zu Dalaran zu erlauben und ihr die Zugehörigkeit zu den Kirin Tor anzubieten, stimme ich mit Ja. Ja, ja, nein, nein, ja. Die Abstimmung ist endgültig. Es tut mir leid, Jaina, aber es geht um mehr als je zuvor. Bitte, Jaina. Was wir tun, dient diesem Wohle Azeroths. Schließt euch uns an.
Der Rat schließt die Augen vor der Wahrheit. Wenn die Horde euch wieder verrät, denkt daran, wer euch gewarnt hat. Lebt wohl. Ja, und Jaina haut ab. Und ihr seht, Khadgar hat jetzt den Platz von Jaina eingenommen als Anführer der Kirin Tor. Und auf Jainas Verbleib ist erstmal ein Rätsel. Ich denke mal aber, dass wir sie in Legion dann spätestens hoffentlich wiedersehen werden. Gul'dan und die Legion und hoffentlich müssen noch aufgehalten werden. Und hoffentlich noch auf der richtigen Seite. Ihr geht voran, wir folgen. Oh, Bran Bronzebart? Also das ist eine Überraschung. Laveri Rosa, Khadgar, der Schmiede sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ihr werdet es nicht glauben, mein Bruder Magni ist zurückgekehrt. Magni? Unmengen vergessenes Wissen vor unserer Nase. Neugier muss. Nur ein Wort von euch und wir sind unterwegs. Ja, wir müssen nach Ulduar. Sichere Reise. So, und warum das Ganze? Oh, scheiße, jetzt habe ich Text übersprungen. Aber hier geht's ja weiter. So, und wir sind in der schönsten Raid-Instanz ever wieder. In ein Szenario. So, willkommen zurück in Ulduar. Der Sprecher erwartet euch im himmlischen Planetarium. Folgt mir bitte. Katze dreht im Hintergrund durch. Der Sprecher? Das ist mein Bruder Magni, du infernale Klapperkiste. Ich wette, Ulduar ist stiller als das letzte Mal, als ihr hier wart, Bran. Die Hüter haben Reparaturen an den Infrastrukturen von Ulduar angeordnet. Sterbliche Helden sind vielleicht gute Kämpfer, aber sie hinterlassen stets Chaos, nichts für ungut. Ja, das stimmt. Es hat Wochen gedauert, den Bankettsaal zu reinigen, nachdem... Oh, oh. Halt, spürt ihr das auch? Mich beschleicht ein vertrautes Gefühl und es gefällt mir gar nicht. Nicht schon wieder. Die Hüter werden wieder einen Störfallbericht von mir verlangen. Ja, und wir sehen... Gesichtslose! Nanü, was ist denn da los? Yogg-Saron ist doch besiegt. Wo kommen jetzt die Gesichtslosen her? So, die müssen wir natürlich töten, die Eindringlinge. Machen wir natürlich. Die Katze wäre geil, wenn du nicht jetzt hier ausflippen würdest. Ich krieg gerade ziemlich aufs Maul. Ich weiß nicht, warum. Alter, was ist denn hier los? Oh, ich habe die falsche Attacke benutzt. Nee. Ich wollte eigentlich mich gar nicht verwandeln, aber okay. Die Verteidigungssysteme wurden überwunden. Die Einheiten, die den Sprecher beschützen... Sollen reagieren. Es scheint, als wären die alten Götter nicht die einzigen, die hier durchbrechen wollen. In der Tat. Ich schlage vor, wir beeilen uns. Ja, es sind tatsächlich nicht nur die alten Götter, die hier ihr Unwesen treiben. Magni ist da drin. Wir müssen ihn retten. Gut, dass ich etwas Erfahrung mit Teufelsbeieren habe. Auf ein Wort von euch und ich werde dieses Ding einreißen, Lavirosa. Es liegt viel vor uns. Und wir sind da hinten schon Dämonen. Vertraut auf euch selbst, Champion. So, die Barriere ist gecuttet. Und wir haben Dämonen an der Backe. Und die können diese hässlichen Kugeln hier machen. Die ich ja hasse wie die Pest. So, den Inquisitor mal schnell loswerden. Der nervt nämlich nur tierisch. Und Pams. Ah ja, einer lebt noch. Oh, der hat aber ganz schön viel Leid. Sag mal, Bran, was machst du da? Du sollst ihn töten und nicht mit ihm spielen. So. Ah, schon viel besser. Oh, Magni. Ein wenig kristallin, der Gute. Magni, es tut gut, dich wiederzusehen. Warum hast du Eisenschmiede verlassen? Warum hierher? Was ist mit... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber die müssen warten. Die Zeit ist knapp. Sie möchte, dass ich eine wichtige Nachricht übermittle. Sie? Das Ritual, das mich verwandelt hat, öffnet meine Ohren für die Stimme Azeroths. Denn sie ist nicht einfach ein riesiger Felsbrocken. Sie ist eine Titanin. Eine Titanin hat ihn wiedergeholt. Eine Titanin? Das erklärt in der Tat so einiges. Mein eigener Bruder, ein Diamant, der jetzt auch noch mit Titanen redet. Ich habe noch mehr zu sagen. Kommt hier rein ins himmlische Planetarium und ich zeige euch die Wahrheit. Brauchen wir nicht einen Schlüssel? Bruder, ich bin der Schlüssel. Und hier war einer der geilsten Kämpfe überhaupt gewesen. Auf einer geilsten Schlachtfelder überhaupt. Also,
Schon echt epic. Erinnerst du dich an diesen Ort, Bran? Mir kommt dieser Algalon in den Sinn. Der Konstellar tat nur, wofür er da war. Und letztlich habt ihr ihn ja eines Besseren belehrt. Vielleicht ist es eure Unvollkommenheit, die Quelle eures freien Willens, die euch entgegen allen berechneten kosmischen Erwartungen durchhalten lässt. Ihr obsiegt dort, wo die perfekten Schöpfungen der Titanen versagt haben. Nach der Niederlage der alten Götter war es in der Aufgabe der Hüter, die Welt zu ordnen. Die Titanen gaben ihnen 5 mächtige Artefakte, die Säulen der Schöpfung. Aha. Nach getaner Arbeit schlossen die Hüter die Säulen weg. Aber wie so viele Relikte endeten sie schließlich in den Händen von Sterblichen. Das kommt mir bekannt vor. Ich meine, ich habe bereits von diesen Säulen gehört. Ja, Khadgar, dieses Wissen wurde einst der Obhut der Wächter von Tiris anvertraut und dort liegt es noch heute. Karazhan, natürlich! Bestimmt habe ich schon einmal etwas über die Artefakte in Medivhs uralten Chroniken gelesen. Ihr müsst die Säulen finden. Zusammen können sie das Portal der Legion nach Azeroth schließen. Es ist der einzige Weg, sie zu retten. Es passiert nicht jeden Tag, dass mich ein Planet in meine eigene Bibliothek schickt. Danke, Magni. Ich begebe mich sofort nach Karazhan. Folgt mir durch das Portal, wenn ihr hier fertig seid, Lavirosa. Und was ist mit dir, Bruder? Kommst du zurück nach Eisenschmiede? Nein, Bran. Sie hat noch andere Aufgaben für mich. Aber ich wäre dankbar, wenn du noch etwas zum Plaudern bleibst. Sehr gern, Bruder. Aber ich glaube, meine Begleitung hier hat noch einiges vor. Das glaube ich auch. Passt auf euch auf, Champion. Wir werden uns wiedersehen. Ja, und ich denke, dass es mit Magni noch in Legion auf jeden Fall eine größere Rolle hoffentlich spielen wird. Aber es ist schon echt schön, dass er wieder da ist. Nachdem er ja seit Cutter einfach nur eine Statue war. Und wir sind vor Karazhan. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. So, betretet Karazhan und sucht zusammen mit Khadgar nach dem Wissen um die Säulen der Schöpfung. Lebt wohl. Geht ihr schon vor? Ich komme sofort nach. Ich muss nur meine Gedanken sammeln. Na dann. Auf nach Kara. Oh, das ist so. Ah, von einem geilen Raid in den nächsten geilen Raid. Das ist einfach genial. Da ist er ja. Ich habe eine Idee, wo man den Folianten mit Informationen über die Säulen der Schöpfung finden könnte. Aber dorthin zu gelangen, könnte einige Herausforderungen bergen. Okay. Wir haben viel zu tun und nur sehr wenig Zeit für alles. Wenn ihr bereit seid, werden wir anfangen. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Ich bin viel zu lange fort gewesen. Ich fürchte, der Turm ist verfallen. Bitte entschuldigt die Unordnung. Ja. Ich erinnere mich an den Tag meiner Ankunft. Damals war ich jung und ängstlich. Die Kirin Tor sandten mich aus, um bei den berühmten Magier Medivh zu lernen. Möchtet ihr einen Sichtschutz ausleihen? Andere Studenten fanden das sehr hilfreich, um sich nicht vor Visionen ablenken zu lassen. Nein, danke. Wenn ich fragen darf, was ist aus den anderen Studenten geworden? Ich war nicht der Erste, den man zum Lernen zu Medivh geschickt hatte. Ich war allerdings der Einzige, den er als Lehrling akzeptieren wollte. Sein Vertrauen zu gewinnen dauerte seine Zeit. Die Bibliothek zu säubern war nicht gerade ein glanzvoller Auftakt für meine Laufbahn. Doch dabei lernte ich, dass für Medivh alles eine Prüfung darstellte. Die Vorbereitung auf ein höheres Schicksal. Bei meinem letzten Besuch hier hinterließ ich einige Sicherheitsvorkehrungen. Innerhalb dieser Mauern gibt es zahllose Geheimnisse und es gibt viele, die vor nichts Halt machen würden, um sie aufzudecken. Scheinbar wurde an meiner Sicherheitsmaßnahme herumhantiert. Haltet die Augen offen, während ich den Weg frei mache. Na klar. Nanu? Let's grill. So. Die Verteidigungsmechanismen des Turms wurden kompromittiert.
Ich spüre, wie die Tentakel von Medivhs Magie meine Sicherheitsvorkehrungen umgehen. Oh oh. Wir haben Besuch. Wow, die Legion ist da. Und ein verzauberter Besen. Der ist der Schlimmste. Da wir, das wird sie nicht lange aufhalten. Wir müssen zur Bibliothek. Sageras weiß, dass wir herausfinden wollen, wo die Säulen sind. Ich brauche eure Hilfe, um diese Barriere einzureißen. Na klar. Versuchen wir es mit den Runen. Wenn ihr mir dann zur Hand gehen würdet. So. Kadi. Der Gute. Die Zauberschutze. Da kommen noch mehr Wächter. Zum Glück habe ich immer noch ein paar Tricks im Ärmel. In diesem Buch steht ein Zauberspruch, der euch direkt zur Bibliothek bringen wird. Beeilt euch und seid auf alles gefasst. Okay. Und wir machen einen kleinen Flug. Und hier sind arkane Familare unterwegs. Oh, da werden Erinnerungen wach. Was ist denn hier los? Bücher! Das nenne ich aber jetzt, schon Meuterei. Und die lassen sich echt ein bisschen beschissen treffen, würde ich sagen. Na, meine Fresse. Aber das kriegen wir alles hin. Mit ein bisschen springen. Und ein bisschen brutzeln. Wenn ich jemanden treffen würde. Ahaha. Boah, ey. Das ist aber auch echt scheiße, die zu ahnen, wo sie jetzt ja, auftauchen. So. Ja, die Ebenenverschobenheit ist schon echt bäh. Wenn wir überhaupt noch Hoffnung haben wollen, die Legion zurückzuhalten, muss ich die Wächter... Ihr müsst die Wächter überwältigen, bevor meine Kalibrierung aktiv werden kann. Und seid nicht zimperlich. Oh, die Musik ist einfach awesomeness. So, ein paar uralte Wächter. Die sollten kein Problem darstellen, besonders die müssen wir ja nicht komplett runterhauen. Platsch, das war der erste. I'm in fight, da ist er. So, das war der zweite. Und aller guten Dinge sind halt drei. Das ist der größte. Aber der hält auch nicht mehr aus als die anderen. Reaktiviert die Wächter, sobald ich die Anpassungen vorgenommen habe. Ich werde die Tür verstärken, um die Wächter auf die Legion hetzen. Das wird uns Zeit verschaffen, um das zu finden, was wir suchen. So, wir dürfen jetzt einmal... dreimal kanalisieren insgesamt und die Wächter wieder reaktivieren. Das war der erste. Bedrohung aufgedeckt. Beschützermodus aktiviert, Ziele identifizieren. Identifiziert. Ihr könnt uns nicht aufhalten, Magier. Euer alten Meister hat das Tor zum Sieg geöffnet. Karazhan wird unser sein. Ich habe wirklich endgültig genug von diesen Dämonen. Wir wissen über die Säulen... das Wissen über die Säulen ist hier. Wir müssen diesen Folianten finden. Und jetzt wird gesucht. Da? Nein. Da? Nein. Ah, ist es möglich? Ja, da ist es. So, und wir klicken es mal an. So, wir haben den Folianten.
Nehmt den Folianten, Lavirosa. Die darin enthaltenen Informationen sind lebensnotwendig. Habe ich schon. Muss ich nochmal mit dir reden? Nein. Wir haben, weshalb wir gekommen sind. Aber es wäre nachlässig von mir, wenn ich nicht versuchen würde, Karasans Verteidigungsmaßnahmen zu verstärken, bevor ich aufbreche. Das schulde ich Medivh. Also dem guten Mann, der es einst war. Nicht der Spielfigur von Sargeras. Zu der er wurde. Sargeras. Sorgt dafür, dass dieses Buch in die Hände von Modera in Dalaran gelangt. Ich werde mich euch bald anschließen und ich danke euch. So. Öff nach Dalaran, mal wieder. Was? Ich was verpasst? Ach ja, ja, stimmt, stimmt, ja, ja. So, hier ist es schon, die Modera. Braucht ihr etwas? Weiter. Dafür gibt's nette Handschuhe, die werden wir uns natürlich dann trotzdem reinpfeifen, auch wenn Crit verloren geht. Seid vorsichtig. So, und das war's jetzt eigentlich auch schon wieder erstmal. Und jetzt müssen wir wieder eine Woche warten. Aber ich kann euch ja mal zeigen, was jetzt hier gerade abgeht. Wir sind jetzt in der Zitadelle, ne? Wir können aber leider keinen. Schade. Wir können hier leider immer noch keinen Ruhestein legen. Und hier wird die ganze Stadt gerade angegriffen. Von, ja, Dämonen, wie ihr seht. Also hier geht ordentlich der Punk ab. Was ich mir vorgenommen habe für die nächste Folge, ist, dass wir dann tatsächlich doch mal dem, weil wir jetzt wieder Zeit haben, dann nochmal den Black Temple besuchen werden. Ich werde mich schon mal so, während ich hier noch quatsche und mein Abschiedslabern mache, schon mal in Richtung Weg dahin begeben. In der nächsten Folge ein bisschen im Black Temple mal rumstreben. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch eine schöne Glewe dort. Naja, wir schauen mal. Das wäre natürlich voll geil. Und generell möchte ich eigentlich mal, ist das irgendwie schon ein bisschen witzig, als Dämonenjäger gegen Illidan zu kämpfen. Nö. Mysteriös. Und ich habe keine einzigen Flugpunkte. Bäh. Egal. Wir fliegen schon mal nach Schatt. Ja, und vielleicht ein bisschen Style-Equip zu farmen. Wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen die Zeit doch rumschlagen, bevor Legion dann weitergeht. Wir werden natürlich nochmal nichtsdestotrotz ein paar Invasionen mitmachen. Vielleicht werden wir uns mal ein bisschen um Dalaran-Verteidigung kümmern, aber ich glaube, es bringt nichts. Also da tauchen ununterbrochen Dämonen auf. Aber kann man ja trotzdem mal machen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich fand die Quest eigentlich sehr interessant. Gerade um den Verbleib jetzt von Jaina, also das Schicksal von Jaina und dass Magni auch wieder da ist. Und ja, und ich fand das auch halt sehr interessant, dass er scheinbar eine Titanin ihn lenkt. Und die ja scheinbar für die gleiche Sache kämpft. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was in Legion uns da noch so halt so zu dieser Story halt erwarten wird. Ich weiß nur schon eins, dass die Säulen der Schöpfung, die fünf, uns definitiv noch in Legion begleiten werden, diese, also eine Questline dazu. Ja, dass die eben halt, glaube ich, so mit der große Queststrang werden, weil es geht ja halt darum, dieses Portal zu schließen, dass keine weiteren Dämonen mehr nachkommen. Das ist ja eigentlich die große, große Aufgabe. Und ja, ich bin schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich sehne mich den Tag hin. Heute an sind es nur noch 13 Tage bis Release. Und oh, ich freue mich schon so. Bin schon so voller Vorfreude. Und Freunde, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns im Black Temple wieder. Bye, bye.